Von der Corona-Pandemie hat sich die Kulturbranche noch nicht mal erholt und schon überrollt sie die nächste Pleitewelle. Besonders kleine Institutionen leiden unter der Krise. Charlie Raab ist Direktor des kleinen Rampenlichttheaters im 18. Gemeindebezirk. Er schreibt seine Stücke selbst und inszeniert sie. Bis zu 70 Zuschauer haben dort Platz. In den letzten 2 Jahren hat es leider keine Vorstellung gegeben. 2 Jahre war das Theater praktisch zu. Die Kosten sind geblieben. Förderungen hat es keine gegeben. Im Prinzip nur für bestimmte, eher größere Bühnen. Die kleineren sind da eher auf der Strecke geblieben. Man kann es nur retten, indem man auf Ersparnisse zurückgreift, weil ich kann ja nicht eine Bank ausrauben oder sonst irgendwas, sondern man muss sich irgendwie helfen, dass man das von eigenem Kapital weiterhin am Leben erhält, bis wieder die Pandemie vorbei ist und man wieder spielen kann. Ich habe rein mein Geld aufgebraucht in den 2 Jahren, also wirklich meine Ersparnisse. Das waren eine gute 40.000 Euro. Nachdem das Theater in einem alten Haus ist, mit alten Gemäuern, wird das sicher die Heizkosten eminent steigen, weil sich auch die Höhe vom Theater her sicher das Doppelte herauskommt. Ich kann aber gleichzeitig nicht die Kartenpreise verdoppeln, weil sonst würde niemand kommen. Derzeit hält sich das Rampenlichttheater über Wasser durch Vermietungen außerhalb der Vorstellungen. Raab lebt das Theater und ist fest entschlossen, seine kleine Institution aufrechtzuerhalten. Im späten Herbst feiert sein nächstes Stück die Wuchteldrucker Premiere.